Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dave the Diver. Ach, schön endlich wieder aufnehmen zu können. Ich war ja länger weg gewesen. 3 Wochen ungefähr, um ja auf Wohnungssuche. Hab auch eine Wohnung gefunden, in die wir dann demnächst ziehen können. Und zwar auch schon in 3 Wochen. Wow. Ja, deswegen jetzt noch ein bisschen spielen zwischendurch, während gepackt wird und sonst was alles, was man für einen Umzug halt machen muss, so Unangenehmes. Aber ich hoffe, dass zwischendurch ein bisschen Zeit bleibt, um hier und da was aufzunehmen und euch wieder ein bisschen mit Videos zu füttern. Mal schauen, wie gut mir das gelingt. Ich sehe gerade, auf dem Smartphone gibt es was Neues. Moment. Hey, liken und abonnieren. Oh, okay. Habe ich hier schon? Da. Da haben wir schon. Sonst ist, glaube ich, nichts. Nee, hier haben wir noch nicht. Oder? Warte mal, wie ging das hier? Ah, hier. Besser Geschmack und Follower fehlen uns noch. Na gut. Dauert noch ein bisschen. Aus da. Gut, Marinka. Wir müssen ihn anrufen. Moment. Betreiber. Wer ist denn der Betreiber? Hallo. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Tag. Bitte beachte, dass dieses Gespräch zur Qualitätssicherung aufgezeichnet wird. Womit kann ich dir heute helfen? Was? Heutiges Schicksal. Du hast dich entschieden, dir dein heutiges Schicksal vorhersagen zu lassen und los geht's. Sei immer vorbereitet, dann wirst du große Gewinne erzielen. So heißt es jedenfalls. Das war's für heute mit Wahrsagerei. Brauchst du noch was? Belohnung? Du hast dich entschieden, die Belohnung abzuholen. Bitte gib den Aktionscode ein. Okay. Sonst noch was? Information? Ich überprüfe die Angaben. Bitte warten. Piep. Du hast insgesamt 115 Objekte eingesammelt. Du hast wirklich hart gearbeitet. Brauchst du noch was? Nö, nö. Vielen Dank für den Anruf. Bitte zögern nicht, uns wieder anzurufen. Ist das neu? Das hatten wir vorher noch nicht, glaube ich. So, war nicht irgendwas mit demnächst zum Quallenfest? Mir ist so. Hier, Quallenparty am 10.12. Und da sollten wir dann vor allem Quallengerichte servieren, glaube ich. Das ist heute. Gut. Na denn, gucken wir mal, ob wir ein paar Quallen finden. Die wir dann anbieten können. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Quallen wir noch so im Angebot haben. Hätte ich mal nachgucken können, ehrlich gesagt. Naja. Wir sind immer noch Kapitel 1. Wow, das Spiel wird eine Weile gehen, glaube ich. Versuchen wir mal so schnell wie möglich weit runterzukommen und Quallen zu finden. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das hier noch mit der Steuerung und so hin. Ist ja jetzt schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Basie. Mitgenommen. Und auf jeden Fall eine Waffe für die Quallen. Ja, dich brauche ich nicht. Alles gut. Auf jeden Fall müssen wir tiefer. Oh, hier gibt es einen Rückruf. Den brauchen wir nicht. Ach, schön wieder hier zu sein. Muni brauchen wir gerade auch nicht. Oh, warte mal. Nehme ich mit, wenn es da ist. Warum nicht? Oh, einen Golfschläger. Hatten wir den schon mal? Ich weiß es nicht. Ja, weg von dem. Ich habe immer noch keine Waffe. Ach. Ich halte mich mal von den Großen da fern. Von dem Bösen. Also gut, wir haben die Waffe, ja. Wäre noch eine Qualle ganz nett. Sehr viele schöne Fische schwimmen hier rum, aber ich hätte gerne Qualle. Ja, und zu dem Felshaufen müssen wir auch, aber oh Gott, das war sehr tief und da war, glaube ich, auch der große Hai am Rumschwimmen, ne? Wenn ich mich noch richtig entsinne. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir das erfüllen, dass ich dann keine Qualle mehr holen kann. Vorher hätte ich schon gerne die Quallen. Oh, warte mal. Ah, du Kacke. Ja, ich sehe es. Gott. Und da ist das, glaube ich, oder? Müssen wir da nicht irgendwie da nach rechts? Komme ich da irgendwie hin? Ja, komme ich. Ist die Frage, ob wir es wollen. Also an dem Hai müssen wir... Oh! Lach mal. Schläfst du ein oder nicht? Schlafen? Schlafen? Müssen wir nicht einschlafen? Und her damit.
Ja, ich habe dank eines Kommentars, Dankeschön an der Stelle, gelernt, dass man die einsammeln kann, wenn sie schlafen. Gut, wusste ich vorher nicht. Komme ich hier an ihm vorbei? Ich hoffe. Okay, er hat uns wohl nicht mitbekommen. Aber ist das hier auch irgendwo? Oh, zu düst. Okay. Nee, wir sind schon zu tief. Okay. Kacke. Ja, nee. Ach, du Scheiße. Ich glaube nicht, dass der einschläft, wenn ich den hier mit meinem kleinen Pfeifchen piekse. Oh Gott. Nee, lass mal. Lass mal. Tschüssi. Ja, ich glaube, wir hätten weiter nach rechts gemusst, wenn wir zu dem... Ach, hier! Hier. Wir sind da. Versuch, eine der Bomben, die Cobra dir gegeben hat, auf dem Fetzhaufen anzubringen. Na gut, komm. Wir haben ja noch einen zweiten Versuch, Quallen zu finden. Also ist ja nicht so, dass wir nur einmal rausgehen. Alles in Ordnung. Ist nicht ganz leicht, das über Funk mitzubekommen, weißt du? Wir können nicht zulassen, dass du in 1000 Stücke gerissen wirst und dich in Haifischkost verwandelst. Oder Hai da unten wird's toll finden, glaube ich. Sie überhaupt nicht furchteinflößend, so etwas mit einer derart nonchalanten Stimme zu äußern. Gut, jetzt bringen wir wenig Abstand zwischen dich und die Bombe, klar? Okay. So, das sollte genug sein. Und los geht's! Ich weiß nicht, ob das genug ist. Okay. Schön, jetzt ist der Weg frei. Von drinnen dringt ein schwaches Licht. Okay, nein. Na, was ist, wenn da drin ein Monster oder etwas in der Art auf mich wartet? Ja, das wäre auch eine unglaubliche wissenschaftliche Entdeckung. Ja. Ja, aber ob ich da noch lebe, weiß ich nicht. Okay, komm. Da gibt es bestimmt auch Quallen. Oh Gott. Oh. Oh. Seevolk-Aufzeichnungsraum. Okay. Wow, dieser Ort ist... Wow. Scheint eine Art Aufzeichnungsraum des Seevolks zu sein. Mein gutes Bauchgefühl lag richtig. Es gab definitiv eine Seevolkszivilisation in dieser Region. Sieh dir das Wandbild da hinten an. Kein Mensch hätte das derart tief unter Wasser malen können. Vielleicht stammen diese Zeichnungen von einer alten Zivilisation, die aufgrund von seismischen Aktivitäten untergegangen ist. Hm, das ist ein gutes Argument. Aber diese Art von Malerei und Architektur ist nirgends auf der Oberfläche zu finden. Bitte untersuch sie zuerst diesen Ort. Ich bin sicher, dass du eine Vielzahl interessanter Hinweise finden wirst. Vielleicht bräuchte auch mal Sauerstoff. Naja. Das kann keine natürliche Säule sein. Es sind mysteriöse Zeichen darin eingraviert. Schon cool. Ich mag das Spiel. Dieses Wandbild zeigt eine Art Krieger oder König. Er sieht mächtig aus. Sein Unterkörper ist von Schuppen bedeckt. Ist es wirklich ein Wandbild des Seevolks? Weiß ich nicht. Bin skeptisch. Ein Gemälde, das Delfine und Meerespflanzen zeigt. Anscheinend konnte das Seevolk nicht nur schreiben, sondern auch malen. So, das sollte genug sein. Ich würde gerne ein bisschen weiter forschen, also mach bitte ein Foto mit der Kamera, die ich dir gegeben habe. Ein Foto? Wie denn? Ich weiß nicht wie. Ja gut. Wie mache ich denn das? Ah, okay. Kann sein, dass ich hier gar keinen Sauerstoff verliere? Nee. Neuer Inhalt, Kamera. Okay, ein Kamerasymbol zeigt dir an, dass du Fotos machen kannst. Sieh dir oben links das Ziel an. Verwende, um den Fokus einzustellen, nimm deine Hand weg, um ein Bild zu machen. Achte darauf, dass dein Timing mit den grünen Anzeigen übereinstimmt. Okay, halte gedrückt. Kamerafokus, antikes Wandbild des Seevolkes. Jo, schick, ne? Hm, ich sehe dort was auf dem Boden. Oh, es könnte ein weiteres Artefakt des Seevolks sein. Bring's mir. Habe ich nämlich auch schon gesehen und wollte auch schon einsammeln, ging aber gerade noch nicht. Ne, wir verbrauchen tatsächlich nichts. Hier, auch wenn ich schnell schwimmen mache, nichts. Sehr gut. Oh nein, ich hab's nicht gelesen. Verdammt. Das ist das Geräusch von vorhin. Hm, Aufzeichnungsraum voller Symbole des Seevolks. Was könnten sie aufgeschrieben haben? Und noch wichtiger, hast du nicht auch was gehört? Was meinst du? Über Funk habe ich nichts gehört. Ich kehre fürs Erste zum Boot zurück, okay? Nein, ich muss ja Sachen sammeln. Ich kann jetzt nicht zurückkehren. Okay, hier ist glaube ich nichts mehr. Ah, voll doof. Ich habe leider
zu schnell gedrückt beim, also schon zu schnell eingesammelt. Konnte ich leider nicht mehr lesen, was da stand. Hab nicht damit gerechnet, dass da noch ein Text kommt. Naja, ihr könnt ja zum Glück nochmal zurückspulen und Pause drücken. Ja, bitte gehen. Kann ich jetzt trotzdem noch nach Quallen gucken? Scheinbar ja. Dann würde ich nochmal kurz mich umschauen. Und questmäßig war das jetzt sehr erfolgreich, aber fischmäßig eher nie so. Oh, sehr gut. Ja. Na? Oh, okay. Vielleicht haben wir hier welche hin. Nee, haben wir nicht. Oh, war ein Kochtopf. Da gehe ich mal gucken. Oh, und ein Skelett auch. Brauchen wir da noch was? Könnte sein. Weiß ich nicht genau. Sehr schön, ein Schädel. War gut. Tennisschläger. Die Sachen benutze ich halt leider nie. Weil ich die gar nicht so nah an mich ranlassen will, die Tiere. Nee. Oh, Quallen. Jetzt muss ich mich nur heilen in Ruhe lassen. Auf den habe ich jetzt nicht so Bock. Okay. So, schlaf mal ein. Oh nein, jetzt ist so... Scheiße, ich habe sie wieder wach gemacht. Das war doof. Warte mal. Ich wollte eigentlich einsammeln, habe irgendwas falsch gemacht. Aber... Na. Sehr gut. Sehr schön. Das klappt doch super mit den... Also die Schlafpfeile sind mega. Hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, dass er nur die benutzt. Ich sehe warum. Jetzt habe ich leider keinen. Oh. Das ging nicht, ne? Kann sein, dass ich die gerade nicht einsammeln konnte, als ich es kaputt gemacht habe. Ah, okay, verstehe. Ja. Wollen wir noch weiter gucken? Ich habe halt echt Angst, dass es einfach nicht reicht an Quallen. Die haben noch welche rumfliegen. Blöd, ne? Ja, vielleicht reicht das jetzt auch. Also, wir haben noch ein bisschen Luft. Wir könnten noch ein bisschen was fangen, theoretisch. Jetzt ist ja aber nichts. Oh, der Hai da unten. Nee, ganz ehrlich, komm. Wir haben ja noch mal. Wir können ja noch mal runter. Ist ja jetzt nicht das letzte Mal. Immer noch Kapitel 1. Mensch, ich dachte, jetzt hätten wir Kapitel 2. Jo, hi. Artefakt des Seevolks. Sehr interessant. Ja, ich bin froh, dass dir gefällt. Ich muss dieses Artefakt und das Wandbett in meinem Labor weiter analysieren. Ich melde mich bald wieder. Ja, wenn er wieder was haben will, natürlich. Weil wir hier der Depp für alles sind. Wie in jedem Spiel. Hi? Say hey, du da! Ich habe eine Explosion im Meer gehört. Weißt du, was da los ist? Ja, also was das angeht, wir gehören zu Sea Blue. Wir sind eine Organisation, die Menschen aufspürt, die dieses schöne Meer verschmutzen und sie anzeigt. Manchmal übe ich Selbstgerechtigkeit für diejenigen, die besonders böse Taten begehen, du verstehst? Ich habe Berichte über jemanden erhalten, der hier in der Gegend sinnlos die Umwelt zerstört hat. Ich weiß nicht, ob du es warst, aber du solltest dir dessen bewusst sein. Vor dem großen Meer Schadens, wer dem großen Meer Schaden zufügt, bekommt es mit Sea Blue zu tun. Und mit mir, John Watson. Also dann, sei dem Meer auf immer dankbar und verliere nie die Liebe dafür. Ich werde jetzt gehen. Vorerst. Wir beobachten dich. Okay.
Ha. In einem anderen Spiel hatte ich gerade das Kapitel Start, du wirst beobachtet oder sowas. Okay. Irgendwas will mir die Computerwelt sagen. Was für ein gruseliger Typ. Kommen wir damit klar? Hm, Siblu. Diese Gruppe ist berüchtigt. Unter dem Vorwand des Umweltschutzes begehen sie Gewalttaten. Meist trifft das vor allem große Konzerne mit ihren Fischereibetrieben, die der Umwelt am meisten schaden und nicht die kleinen Fischereien. Allerdings kriegen die Konzerne nichts von ihnen ab. Ich vermute, sie lassen sich bestechen oder sowas Geschmackloses. Der Typ sah nach Ärger aus. Ach, es würde nichts bringen, auf ihrem Radar zu sein. Sei vorsichtig. Hinter dem Felshaufen abgeschlossen. Tauchlog. Ja, war nicht so. Okay, aber 13 Mal Spiegelqualle, immerhin. Und ein Barkuda. So, einmal können wir noch. Wir sagen los. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Quallen. Jetzt haben wir gar keine Quest mehr. Das ist ja ein bisschen doof. Naja, wir werden neue kriegen. Okay. Auch Schlaf. Sehr gut. Okay. Level 2. Schwimmer erstmal weiter nach rechts. Ich halte mich jetzt mal nicht hier mit den kleinen Fischchen auf. Da noch irgendwo hin oder ist da. Ne, da kommen wir auch hin, okay. Okay, hier können wir auch ein bisschen was mitnehmen von mir aus. Aber eigentlich will ich Quallen. Morine. Okay, da haben wir wieder die... Okay, hier sind diese wieder alle. Ja, aber ich hätte gerne eigentlich andere. Bringt das was? Nee, ne? Nicht so. Na gut, dann. Dann los. Oh, da schläft sie schon. Nicht das wieder aufwachen. Mhm. Hammer scheint da nicht zu funktionieren. Warte. Oder? Oh. Okay, muss man nur Glück haben scheinbar. Ja? Oh, der ist ja super, der Hammer. Mensch. Ist ja viel besser als das Gewehr. Muss man gar nicht warten. Und ich kann den halt unendlich benutzen, ne? Na komm. Na gut, die wenig. Warte, können wir anders regeln? Oh. Natürlich mit dem Gewehr. Na los. Also an Spiegelquallen mangelt es uns dann zumindest schon mal nicht. Ui. Hai wäre halt auch nochmal geil. Ist das der Kleine, den man fangen kann? Ja, ne? Aber das weiß ich nicht mit dem Schlafding hier. Nee. An sich schwer sind sie ja nicht. Das Muster ist easy. Ah, funktioniert leider nicht. Okay. Und mit dem Hammer möchte ich dem jetzt nicht unbedingt auf die Nase hauen, muss ich ehrlich zugeben. Das lassen wir vielleicht mal lieber. Das ist nur die Frage, wir können einfach hochschwimmen, theoretisch. Wir sind, glaube ich, nicht weit weg. Wir können noch so was Kleines einfach mitnehmen. Ich denke, unsere Spiegelquallen sind ausreichend. Ist ja nicht die große Abwechslung jetzt, aber ist okay, denke ich. Ja, brauche ich nicht. Komme ich schon mal einfach hoch. Ist okay. Ein paar Kleinviecher nochmal mit. Wir haben halt gerade auch keine Quest, deswegen macht es nicht Sinn, irgendwas hier rumzusuchen. Wir haben ja alles. So, jetzt reicht's. Komm, hoch.
Ja. Reicht. Muss ja nicht immer übertreiben. Ja, gut. So, alles mit. Und dann ab ins Restaurant. Schließ den Tag ab, ja. Ich hoffe, das ist überhaupt heute da mit dem Valentag. Aber 10.12. müsst ihr stimmen. Ew. Okay. VIP ist erschienen. Vincent Gourmet. Hallo zusammen, hier ist Yui von der Fernsehsendung Die besten Sterneküche. Heute bin ich in einer Sushi-Bar direkt an der Küste, die auf Cookstar gerade in aller Munde ist, und zwar im Bancho Sushi. Diese Sushi-Bar ist berühmt für ihre ausgefallenen Sushi-Gerichte und bei uns ist heute Sushi-Experte Vincent Yamaoka. Ach, Vincent Yamaoka, genau. Hallo Vincent, was ist eigentlich Sushi? Ja, Sushi ist eigentlich ein recht einfaches Gericht. Es besteht nur aus Reis, Essig, Wasabi und Fisch. Alles hängt von diesen Zutaten ab. Allerdings bedeutet einfach nicht, einfach zuzubereiten. Also, es kommt auf die Qualität der Zutaten an, wie sie aufbewahrt werden und gereift sind, wie der Fisch geschnitten und der Reis gekocht und geformt wurde. Gutes Sushi zuzubereiten ist eine wahre Kunstform, ja. Ich verstehe. Was denkst du über das ausgefallene Sushi, das für das Bancho-Sushi bekannt geworden ist? Die Zutaten für Sushi sind längst etabliert. Da wäre der Thunfisch, der König der Fische, und von ihm vor allem das Bauchfleisch. Dann die japanische Flunder und die Gelbschwanzmakrele mit weißem und rotem Fleisch. Alles altbewährte Zutaten, verstehst du? Dass man es trotzdem wagt, von diesen seit der Edo-Zeit üblichen Zutaten abzuweichen, zeigt eine gewisse Respektlosigkeit, auch wenn es vielleicht gut schmecken mag. Du hast einmal die California Roll als Möchtegern-Sushi bezeichnet. Daher sind wir jetzt besonders gespannt, was deine Meinung zu Bancho-Sushi ist. Also gut, beginnen wir doch mit dem Star der heutigen Show. Das ist Bancho, der Eigentümer. Ja, das kommt ja alles so plötzlich. Also ich bin Ban. Ja, er ist ein bisschen wortkarg. Das kann nur heißen, dass er durch seine Kochkunst spricht. Von der Sushi-Bar gibt es eine grandiose Aussicht auf das riesige blaue Loch und der Koch scheint ein Meister seines Fachs zu sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Essen hier schmeckt. Vincent, was nimmst du? Je mehr Wert ein Restaurant auf Äußerlichkeiten legt, umso weniger interessieren mich seine Gerichte. Du da, Bancho, oder? So heißt du doch. Lass mich mal sehen, was du so zu bieten hast. Mal sehen, bring mir etwas, das mich überrascht. Wow, Vincent fordert heute wohl sein Glück heraus. Er hat gerade dem Koch die Entscheidung überlassen. Ich kann dir nicht einfach sitzen und den Vorurteilen zuhören. Gib mir 2 Tage, ich werde dich bestimmt schockieren. Ein Duell zwischen einem traditionsbewussten Gourmet und einem experimentellen Koch. Ah, das wird noch spannend. In der nächsten Folge werden wir live auf Sendung sein. Nicht vergessen, schaltet wieder ein bei Die besten Sterneküche. Okay, in 2 Tagen? Na gut, kriegen wir hin. Müssen wir wohl wieder Hai fangen. Was denkst du? Was wirst du jetzt machen? Ein Mann läuft nicht einfach vor einer Herausforderung davon. Ich hab da schon eine Idee. Kannst du mir helfen, die Zutaten zu besorgen? Ich brauche Meertraube und gepunktete Wurzeln und Qualle. Beide findet man in der Kalksteinhöhle in ungefähr 100 Metern Tiefe. Aus dem wird Sushi zubereiten? Naja, okay. Eine Kalksteinhöhle, ja? Ich werde sie finden. Weiß ich nicht. Das wird schwierig. Oh Gott. Neuer Inhalt, VIP. Manchmal bestellt ein VIP-Gast ein Gericht, das nicht auf der Speisekarte steht. Beschafft die Zutaten zum angegebenen Zeitpunkt. Ich hasse Sachen auf Zeit, aber gut. So. Okay. Personal, können wir da was machen? Weiß ich nicht. 3. Auswählen. Itsuki und Kyoko. Essbereich Küche, ja. Haben wir was Neues? Weiß ich nicht. Nö. Da müssen wir erstmal wieder jemanden anheuern, ne? Irgendwie ging das letztes Mal irgendwie nicht. Ah, hier. Raul? Der ist aber teuer. Ja, das können wir uns nicht leisten, leider. Gut, dann müssen wir ein bisschen sparen auf den. Oder wir machen nochmal für Werbung, damit wir vielleicht andere kriegen. Ich weiß nicht, ob wir noch andere kriegen oder ob das jetzt war mit ihm hier. Okay, erstmal raus. Zutaten 4. Ja. Interieur. Das Geld sollten wir jetzt vielleicht lieber sparen. Ne? Da sollten wir jetzt vielleicht nicht ausgeben für Deko und so. Auch wenn ich das immer gerne mache, aber na gut. So, Gerichte. Ich glaube, dass heute der Quallentag ist und wir was mit Quallen machen sollten.
wenn es jetzt niemand mehr erwähnt hat. War mal denn hier Qualle? Ich weiß es gar nicht. Drückerfisch, Sepia-Sushi, Picasso, nie. Wo sind denn hier unsere Quallen? Papagei-Sushi, Aga-Aga, Feuerfisch, Makrelen, Stachelmakrelen, Forellenbarsch, Riffhai? Nee. Sushi-Anger. Spiegelquallen-Sushi, hier. Wir können das auch nochmal vorher veredeln. Wir haben genug. Machen wir auch. Nicht. So, wisst ihr was? Wir machen das gleich nochmal. So. Jetzt reicht's. Okay. Dann, okay. Machen wir mal 10 davon. Mehr habe ich nicht an Quallenzeug. Ich habe doch auch andere Quallen. Ach hier, Lungenquallen, ja. Da haben wir nur 2. Machen wir. Ich glaube, mehr haben wir da nicht. Okay. Dann, ja, machen wir vielleicht noch irgendwas anderes dazu. Guck mal, hier können wir auch veredeln nochmal. Ja, machen wir. Dann biete ich das gleich mal 2-mal an. So. Reicht eigentlich schon, oder? Finde ich ziemlich viel. Picasso-Drückerfisch. Na komm. 1-mal Picasso-Drückerfisch. So, und dann gucken wir mal. So würde ich es erstmal machen. Also wir haben jetzt 10, 12, 22, 23. Ja, mehr bestellen wir doch, glaube ich, gar nicht. Okay, dann E. Und los geht's. Gut, dass wir jetzt auch Personal haben. Oh, Tee. Bestellt doch kein Tee, bestellt Essen. Noch jemand Tee. Okay. Lass mal schnell dahin. Ich hoffe, die kommt da klar mit den Sushi-Bestellungen. Ganz schön viel. Jetzt kann ich auch helfen. Da hinten, okay. Oh Gott, oh Gott. Hab's. Ja, ja, ich habe ja schon. Ich habe ja schon. Hier. Okay, gut. Oh Gott. Bringt die da? Ich hoffe. Ja, okay. Oh Gott, da ganz hinten. Oh je, oh je, oh je. Ich hab's gleich. Ich hab's. Oh nee, bring doch dem anderen. Ich war doch schon dabei. Los, dem da. Gut. Sehr gut. Ich wünsche, ich kann mich mit da ein bisschen mehr absprechen. Ja, oh, da ganz hinten. Okay. Okay, aber läuft ganz gut. Also wir kriegen das hier zu zweit schon sehr gut hin, muss ich sagen. Mehr essen nicht, ne? Nee. Sehr gut. Sehr schön, geschafft. Ah, gut. Ich glaube, wir sind auch alles losgeworden von unserem Essen. Sehr schön. Und das Leckerste heute war gekochter Gelbrücken. Hier. Ich dachte, heute ist Quallentag. Na gut. Aber schön Geld gemacht. Ja, sehr gut. Best. Sehr gut. Oh! Was? Okay. Kann sein, dass da jetzt ein Durchbruch entstanden ist. Dave. Ja, Dr. Bacon. Dave. Ja. Willst du die gute oder die schlechte Nachricht hören? Die gute? Du bist der positive Typ. Ich habe das Armband untersucht, das du mir gestern gebracht hast. Es gehörte, wie ich es vermutet habe, dem Seevolk.
Wow, es ist also echt ein altes Artefakt. Das Armband scheint mit einer geheimnisvollen Macht durchdringt zu sein. Hier, du kannst es tragen. Was? Ich? Ich meine, danke. Aber warum? Na, wer weiß, vielleicht liegt ja ein furchterregender Seevolkfluch drauf. Hm. Nun, wie dem auch sei, probier es erstmal an. Okay. Kann es sein, dass das doch nicht das Quallentag erst heute ist? Verdammt. Armband des Seevolks, ein Artefakt des Seevolks in Form eines Armbandes, enthält eine mysteriöse Energie, die beim Atmen hilft. Oh, sehr schön. Wow, ich spüre eine Art neue Kraft in mir. Na, schön zu hören, dass nichts Schlimmes passiert ist. In deiner Taucherkiste findest du weitere Informationen zu dem Amulett, das du trägst. Oh, und ich habe noch mehr großartige Neuigkeiten. Ich habe die Artefakte und Untersuchungsdaten analysiert. Ich war in der Lage, ein sehr starkes Signal in diesen Meerestiefen auszumachen. Das war der richtige Ort. Die Objekte sind nicht einfach hierher getrieben. Ich habe das Gefühl, dass dieses riesige blaue Loch, das plötzlich aufgetaucht ist, als Verbindung zu einer Seevolksstätte dient. Eine äußerst glückliche Gelegenheit. Das klingt bloß danach, als müsste ich wieder mein Leben riskieren. Und was sind die schlechten Nachrichten? Um in die Tiefe zu gelangen, benötigst du eine Tiefseestirnlampe. Die Lieferungen sind aus irgendeinem Grund unterbrochen worden. Also ist es unmöglich, eine zu beschaffen. Vielleicht besitzt Duff eine. Er hat ja alle möglichen Sachen. Stimmt. Versuch doch mal, Duff zu kontaktieren, ja? Okay. Ich hoffe, die sind nicht allzu teuer. Okay. Auftrag. Amulett erhalten. Du kannst Amulette ausrüsten. Gucken wir doch mal. Oh, neuer Beitrag. Obwohl. Ah, wir sind schon bei 32 Minuten. Wir sollten das vielleicht in der nächsten Folge einfach machen. Was ich jetzt aber nochmal gucken will, E-Mail hier. Doch, 10, 12. Verstehe ich nicht. Warum wurden das jetzt gar nicht so richtig hier... Also ich hatte irgendwie was erwartet, wisst ihr? So, dass da so Quallenverrückte kommen und irgendwas darüber gesagt wird irgendwie. Ach so, da kam die Nachricht vom 10... Warte mal, wann ist denn die Party? Das Loch, unsere erste findet in 3 Tagen statt. Ach so. Okay, es war nicht Quallenparty. Okay, 10.12. hieß nicht, da ist die Party. 10.12. da kam die Nachricht. Naja, gut. Ich hoffe, ja, wir sollten vielleicht noch ein paar Quallen besorgen. Wir haben jetzt, glaube ich, alle verfüttert. Naja, dann ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.